Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. In dieser Sendung greifen wir wieder ins Archiv und springen zurück in die späten 90er Jahre. Damals begleitete ein Kamerateam einen Schlafwagenschaffner bei seiner Fahrt von Dortmund ins Skigebiet nach Österreich und wieder zurück. Viel Vergnügen jetzt mit dem ratternden Schlafzimmer. Brille mit, sonst stehe ich im Dunkeln. Karl-Heinz Wirminghaus steht häufig im Dunkeln, denn er ist Nachtschaffner. Aber Karl-Heinz vergisst nichts, nicht mal den Fahrplan. Freitagabend, 18 Uhr in der Hohen Straße in Dortmund. In 2 Tagen wird Karl-Heinz in seine Wohnung zurückkehren. Andere brauchen für 40 Stunden Arbeit die ganze Woche. Das Dortmunder Mitropa-Depot. Unser Zug nach Österreich wird mit deutscher Gründlichkeit von türkischen Kollegen vorgewärmt und fahrbereit gemacht. Weil das Fernsehen dabei ist, verabschiedet der Niederlassungsleiter Herr Edel den Nachtschaffner persönlich. Wirminghaus, gute Reise wünsche ich. Dankeschön. Ja. Und betreuen Sie unsere Gäste gut. Wie und, immer. Wie immer, ja. Schuhputzbügel, wenn die Leute morgen sauberen Schuhen wollen und Erfrischungsbügel. Auf der Fahrt zum Dortmunder Hauptbahnhof sorgt Karl-Heinz für Ordnung in der 2 Quadratmeter großen Küche des Schlafwagens. Also weiß man genau, da gehört das hin. Das könnte ich blind, hole ich da irgendwas raus. Ne? Ist egal, wo das Zeug da steht. Ich kann dir sagen, oben sind die Weine, der Sekt, der Shampoos. Unten rechts steht das Wasser, in der Mitte steht das Bier, da unten links steht der Aufschnitt. Oben rechts ist das, auf der linken Seite ist links das Brot, ganz oben. In der Mitte ist dann die Konfektüre und der Rotweine. Und unten ist Zucker, Milch und das war's. Unseren Zug, den Dolomiten-Express, zieht eine ostdeutsche Lok aus den Beständen der DDR-Reichsbahn. Unser Lokführer Martin Wachholz wird uns die ersten 4 Stunden bis Frankfurt steuern. Abfahrtszeit in Dortmund laut Fahrplan 19.54 Uhr jeden Freitagabend. Rund 850 Fahrgäste warten auf uns zwischen Dortmund und Köln, um bequem in den Skiurlaub zu kommen. Der Liegewagen kostet 26 Mark Zuschlag, ein Bett im Schlafwagen 111 Mark. Ein Single im Dreierabteil muss stolze 259 Mark zusätzlich zur Fahrkarte zahlen. Seit Wochen sind die Plätze ausgebucht. Hauptbahnhof Dortmund. Schon vor dem Start eine Viertelstunde Verspätung. Eine Viertelstunde später kann man das auch. Welcher Sender seid ihr? WDR. Der Richtige, der einzig Wahre. Eine Woche Urlaub will sich niemand durch Rumtrödeln verkürzen lassen. Doch nervig das Einsteigen. Die sperrigen Skier müssen durch ein Nadelöhr, denn ohne Skier keine Abfahrt. Nach diesem ersten Stress ist schon mancher erschöpft, bevor es losgeht. Bitte schön. So, alle drin. Guck mal, wir sind schön drauf. WDR 3. Okay, danke. Haben Sie einen Wunsch morgen früh? Mit Geld und guten Worten wird geregelt, dass man im Abteil unter sich bleibt. Nee, ich will das doch nicht wieder. Ich will nur, dass wir alleine sind, dass ja keiner beikommt. Ja, deswegen baue ich Ihnen das hier jetzt das dritte Bett rein. Die Fahrkarte schiebt ja dann. Ja. Lassen Sie so. Ja, sicher. Ja, okay. Gut. Umso besser. So. Fall dann nicht über den Koffer. So, guten Tag. Herzlich willkommen. Jawohl. So, da sehen wir, ne? Dann hätte ich gerne die Fahrkarten, jawohl, die Bettkarten. Ja. Und wie weit fahren Sie? Wir fahren nach St. Johann in Tirol. So, und dann geben Sie mir bitte Ihren Ausweis auch dazu. Ja. Schon auf den ersten Kilometern nach Bochum und Essen, Kneipenstimmung im Liegewagen.
Essen Hauptbahnhof, 20.35 Uhr, der nächste Schub. 7, 8, 9, 10. Und dann kommen die nächsten erst wieder in Düsseldorf und dann Köln. Dann ist der Wagen voll. Unser Zug wiegt 688 Tonnen, einschließlich der 8 Schlaf- und Liegewagenschaffner. Er dürfte aber nur 600 Tonnen schwer sein. Übergewicht 22 ausgewachsene Elefanten. Das macht unserer Lok ziemlich zu schaffen. Viertel vor 10 in Köln. Immer noch die gleiche Verspätung. Karl-Heinz sammelt die letzten Reisenden ein. Je später die Nacht, desto heißer der Abschied. 2,58? Ja. Ja, dann gehen Sie mal rein, bitte. Wer zum Abschied nicht geküsst wird, freut sich wenigstens darüber, den richtigen Wagen gefunden zu haben. Karl-Heinz debattiert mit Kollegen die Verzögerung. Mein lieber Mann, 15 Wagen. 15? Ja, eben, das schlappe Ding, ne? Gut, in der Leistung ist die schon gut. Ja, aber die keine Geschwindigkeit, ne? Ja, ja. Also, ja. Ja, so, ja, aber trotzdem, ne? Ja, ja. Ja. Tschüss. Tschüss, gute Reise, ne? Danke. Alles Gute. Tschüss, servus. Für viele Reisende ist Durst schlimmer als eine Nacht im Schlafwagen. Ja, wir kommen um 7:30 an und Frühstück und ja, das schauen wir erstmal. Dann machen wir gleich einen Frühschoppen. Du, das hat aber nichts mit der Bundesbahn zu tun. Und ist okay? Ja, super. Ja. Stört Sie nicht das ratternde Schlafzimmer? Mhm. Ja, angenehmer wie die Autobahn. Also angenehmer wie die Autobahn. Ja. Ich habe auch eine Kamera. Mag mit der Kamera. Wir brausen mit 119 Stundenkilometern Richtung Alpenrepublik und sind beruhigt. Wir liegen nur knapp unter der Autobahndurchschnittsgeschwindigkeit von 120 km/h. In den Liegewagen laufen die gut organisierten Gelage auf vollen Touren. Kaum 2 Stunden von zu Hause weg, schon meldet sich der besorgte Ehemann. Europa kommt sich näher im Ski-Express. Liegewagenschaffner Herbert Militzer kennt die Unterschiede. Bei den Holländern ist es so, dass die nicht so trinkgeldfreudig sind, genauso wie die Belgier. Dafür sind die Holländer aber extrem, greifen ja extrem unter die Arme. Wenn man die Wäschedecke rauspackt, um den Wagen abzurüsten, die Abteile umzubauen, sind die eifrig mit dabei und helfen einem. Die Belgier, da merkt man kaum, dass sie auf dem Wagen sind. Da meint man also, wenn hier 60 Belgier drauf sind, dass überhaupt hier keiner drin ist. Ja, aber den Deutschen sind etwas anspruchsvoller. Die sind aber dafür ein bisschen trinkgeldfreudiger. Obwohl das in letzter Zeit ja, aufgrund der Wirtschaftslage natürlich auch extrem nachgelassen hat. Die Italiener sind ein bisschen stressiger. Sie sind zwar sehr gesellige Leute und es ist allerhand los, aber mit der Bürokratie, also die Liege ist jetzt da, das nehmen die alles nicht so eng. Da muss man die doch echt zurechtweisen, wo die dann liegen müssen und Sprachprobleme kommen auf. Bei den Amerikanern ist es so, dass es schon mal vorkommt, dass jüngere Leute auch Abteil mit sehr viel Müll hinterlassen. Herbert soll recht bekommen. Die Belgier singen recht gesittet. Voller Nächstenliebe, die Holländer. Also diese Woche haben unsere Frauen eine große Gelegenheit, die können mit uns gehen. Bei den Belgiern dürfen sogar die Frauen mitreden. Darf ich mal was sagen? Ja. Weil die Männer meistens hier immer sprechen. Also, wir haben, normalerweise fahren wir immer nur im Auto. Das ist das erste Mal, dass wir mit der Bahn fahren. Weil wir wollten mal was Gemütlicheres, ein bisschen ohne Stress. Und da dachten wir so mit den Männern alle zusammen, damit kein Unfall passiert, weil mit der Bahn kann man auch besser zusammen erzählen. Also gut Skifahren können wir nicht, wir wollen nur ein bisschen... Oh.
Einfach. Weil es ehrlich ist. Das, jeder ist gleich. Hier nebenan stecken Franzosen. Wunderbar. Andere, Deutsche. Hier Holländer. Alles ist gleich, egal ob man 40.000 pro Jahr hat oder 400.000. Macht ja überhaupt nichts. Eine ganz große Familie. Nur der Spaß, das macht es. Ich komme grundsätzlich mit Leuten gut aus. Aber ich bin aber auch genauso, der dann konsequent sagt, hier ich der Chef und es ist aus die Maus. Ja. Also da bin ich konsequent, also ich lasse mir nicht am Kopf runtertanzen. Ja. Nach Mitternacht ist Schluss mit lustig, da gibt es kein Pardon. Wer jetzt noch plaudern will, wird auf den Korridor verbannt. Das kollektive Schlafzimmer nimmt seinen rasenden Lauf. Zur Geisterstunde erreichen wir Frankfurt und wechseln die Lok samt Lokführer. Ein Flitterpärchen auf Hochzeitsreise gibt sich den Gute-Nacht-Kuss. Wir ziehen uns dezent zurück. Der letzte Spätimbiss. Alle Wünsche sind erfüllt. Auf dem Weg nach München erinnert sich Karl-Heinz an die große alte Zeit. Ich habe ja schon den Rühmann gefahren, den Heinz Rühmann. Ich habe auch schon Katharina Valente. Ich habe viele Politiker schon gefahren. Wir hatten schon hier den Strauß drauf. Wir hatten hier den Georges Klein oder den Justizminister, der Engelhardt und so. Und auch reichlich. Also. Früher waren die grundsätzlich auf dem Schlafwagen. Grundsätzlich auf dem Schlafwagen. Rechnet man die letzten 20 Jahre zusammen, hat Karl-Heinz 500 Erdumkreisungen hinter sich. Die erste Nacht ist immer die schlimmste. Ich mache jetzt meine vierte Nacht. Und ich muss sagen, man ist dann überdreht. Ne? Man ist einfach. Ja, ich sag ja, die vierte Nacht, die erste Nacht ist immer die schlimmste. Aber die, so, bin jetzt aus Prag gekommen. Freitagmittag, habe kaum geschlafen zu Hause und es klappt. 2 Uhr nachts. Schlafwandlerstunde im Nachtexpress. Wir passieren Würzburg. In der Nacht sind alle Diebe schlau, doch die Schaffner sind wachsam. Wenn hier ein Gast beklaut wird, ist das natürlich immer eine schlechte Situation, wenn er gerade in Urlaub fährt und dann hat er auf einmal kein Geld mehr oder keine Schlüssel mehr oder Kreditkarten sind weg oder irgendwie sowas. Kommt das häufig vor? Nee, jetzt hier diese Skifahrerzüge besonders, weil die klauen, wissen, dass viel Geld unterwegs ist und kommen ganz zielstrebig dahin und holen sich das manchmal raus. Bis um 3:30 halten wir vergeblich nach Langfingern Ausschau. Karl-Heinz braucht eine kurze Pause. Der Beruf lässt viel federn. Ne? Also sind viele, viele Kollegen geschieden. Ich glaube, dass wir vielleicht höchstens 15, im Nachtbereich höchstens 15% noch oder höchstens 20, die verheiratet sind noch. Ne? Aber es sind alles Junggesellen, Witwen und geschieden. Ne? Schon der Vater von Karl-Heinz war Schlafwagenschaffner, 40 Jahre lang. Damals galt die Mitropa noch als das edelste aller Reiseunternehmen. Auch für Spitzenpolitiker wie Reichspräsident von Hindenburg 1932. Für den Normalverdiener war die piekfeine Schlafwagenwelt damals nahezu unerschwinglich. Geblieben ist der Einsatz rund um die Uhr. Immer auf Achse, immer zum Dienst am Kunden bereit. Für Karl-Heinz ist nach 2 Stunden die Nachtruhe vorbei. Sein Morgenkaffee soll die verschlafenen Gäste für den ersten Ferientag fit machen. Um 6:30 im österreichischen Wörgl müssen nämlich die ersten Aussteiger ihr Frühstück bereits beendet haben. Oh, super. Und einmal Kaffee, einmal Tee, ne? Während Karl-Heinz auch nach dieser Nacht fast ohne Schlaf keinen Tropfen Kaffee verschüttet, bekommt unser Zug eine Alpenlok samt Tiroler Lokführer. Die ersten Urlauber verlassen uns. Andere büßen noch für die Alkoholsünden der Nacht. Und tauten sich den Kaffee in den Kopf. Na?
Morgens, kurz vor sieben, ist bei Karl-Heinz die Welt schon wieder in Ordnung. Wir umrunden das wilde Kaisermassiv, das schon so hieß, bevor sich Beckenbauer hier ansiedelte. Unser neuer Lokführer Anton Württemberger klagt über den Traumberuf. Also Schlafrhythmus, den, glaube ich, den kann man vergessen. Manchmal musst du um 3 in der Früh aufstehen, manchmal um 5, um 6, dann fängst du wieder zum Mittag an. Oder du fängst um 10, 11 auf die Nacht an oder Mitternacht. Also an einen Schlafrhythmus, glaube ich, kann man da nicht denken. Als Junger mal sicher nicht. Gegen 8 Uhr nähern wir uns dem höchsten Punkt unserer Reise. Du, eine Frage. Wie hoch Littenhoch fühlst du bitte? Bahnhof. Der Bahnhof Hochfilzen zu Füßen der Loferer Steinberge. Danke schön. Also, der Bahnhof liegt auf 986 Meter. Immerhin 900 Meter über der Dortmunder Westfalenhalle, unserem Ausgangspunkt. Nach 12 Stunden Fahrt und dreimaligem Wechsel der Lokomotivführer schließlich die Endstation Sehnsucht für unsere Winterurlauber aus Nordrhein-Westfalen. Zell am See. Ein letzter Kraftakt am frühen Morgen für die Nachtschaffner. Bald ist Feierabend. Fahrgäste und Personal sind von Herzen froh, sich aus den Augen zu verlieren. Wer ständig auf Achse ist, hat wenige feste Freunde. Karl-Heinz kennt den Preis. Durch unseren unregelmäßigen Dienst, den wir haben, sind die privaten Hobbys, kann man sagen, die gleichen Null. Ne? Wenn wir frei haben in der Woche, dann sind die anderen am Arbeiten. Ne? Und wenn wir dann arbeiten, dann haben die frei. Also es ist schon schwer, auch eine Beziehung aufrechtzuerhalten, auch im Freundkreis. Ne? Sie können in keinen Kegelclub, sie können ja nirgendwo groß hin. Ne? Einfahrt ins Wendedepot, Schwarzach, St. Veit im Salzburger Land. So, Herbert, haben wir es Gott sei Dank geschafft, oder? Ja. Mein Gott, du. Na ja. So, jetzt werden wir erstmal ein Bier trinken, ne? Genau. Ja. Oh, grüß Gott. Grüß Gott. Ja. Innerhalb von einer Woche sieht man sich wieder, gell? Jetzt musst du anpassen. Im Hotel zur Post. Hier sind die Nachtschaffner aus Dortmund schon seit Jahren. Einheimische Fremde. Das sind die guten Portionen für das Fernsehen. Ein deftiges Abendmahl am Mittag. Mit einigen Bieren das Rattern des Zuges runtergespült. Geschichten erzählen am Stammtisch und Begrüßung durch die fesche Wirtin. Dann Feierabend. 5 Stunden Tagesschlaf in einem richtigen Bett. Samstagabend, 18 Uhr. Karl-Heinz erscheint ausgeruht zum Frühstück, während andere zu Abend essen. Weil das Fernsehen dabei ist, bekommt er einen Abschiedskuss. Pünktlich um 21 Uhr startet der Dolomiten-Express wieder Richtung Heimat. Die Urlauber sind schlapp und abgekämpft. Nicht so der Nachtschaffner. Mit letzter Kraft wird das Gepäck an Bord gehievt. Nur wenige sehen nach dem Winterurlaub so gut erholt aus. Dann hätte ich gerne Ihre Fahrkarte, Passport. Gut, gut, alles klar. Gut, sonst angenehme Reise. Ich komme sofort. Ja. In Wörgl werden die Kurswagen von Innsbruck angekuppelt. Und einige feinere Herrschaften aus Kitzbühel steigen zu. Darunter ein paar Aktienhändler, die vom Skirennen mit Börsianern aus aller Welt kommen. Nee. Kamera Tempo und Qualität. Anne, sagst du uns doch mal unsere Abteilnummer jetzt. Einige Urlauber stehen unter Rückreisestress und suchen verzweifelt ihr Abteil. Wieder liegen 900 Kilometer Nachtfahrt vor uns. Bei Karl-Heinz brummt der Laden. Was war das mit einem Bier? Für ein Bier gehe ich nicht am Kühlschrank. Ein Schnaps mit einem Glas.
Nachts um eins kommt auf Karl-Heinz eine besondere Aufgabe zu. Sie sind der Schlafabteiler. Ja. Achten Sie ein bisschen auf mich, weil ich einmal alt bin und zweitens, weil ich mit dem Herzen so habe. Kein Problem. So. Alles klar, das kriegen Sie ja morgen früh wieder. Ja. Und wenn Sie schlafen gehen, machen Sie die Tür zu und beide Riegel vor. Dann kann Ihnen nichts passieren. Ich bin vorne, ne? Da vorne sind Sie. Herzlichen Dank. Ein ordentliches Trinkgeld sorgt für gute Laune. Die Schlafwarenschaffner sind sehr hilfsbereit. Sie tragen die Sachen rein, sie stellen es mir in Mainz alles wieder heraus. Also ich bin sehr zufrieden und recht dankbar, dass man einem älteren Menschen auch so entgegenkommt. Wie alt ist die denn? 1800, die ist 10 geboren. 10, dann ist die, wir haben 97, 87 Jahre. Nicht alle Grenzen Europas sind so problemlos wie diese hier. Da war so ein tschechischer Schlafwagenschaffner oder Liegewagenschaffner, aber kann ich nicht genau sagen, der hat dann irgendwie so 6 oder 9 Mann für Geld schwarz mit über nach Deutschland über die Grenze genommen. Und das ist aufgefallen. Und dann haben sie natürlich auch den Schlafwagenschaffner verhaftet. Und seitdem müssen unsere Reisende drunter leiden. Und die werden jetzt nachts zweimal geweckt. Einmal vom Deutschen oder vom Tschechen oder umgekehrt erst vom Tschechen und Deutschen. Da wird Gesichtskontrolle gemacht, wie früher bei der DDR da die Zeiten. Damals sollten 6 Pakistani für je 3000 Mark über die Grenze geschleust werden. Der Schaffner musste für 2,5 Jahre in den Knast. So, was hätten Sie gerne? Dieses Licht. Ja, so machen wir das hier so. Und dann machen wir das da. Ne? Okay. 2 Uhr morgens. Wir rauschen Richtung München. Karl-Heinz besucht den jungen Kollegen nebenan. Der war auch ein alter Oberschaffner. Der ist mit meinem Vater zusammengefahren und jetzt fährt der Sohn auch schon wieder. Generation. Eine große Familie, ja? Ja, ich sag ja, das ist normal bei uns. Entweder man bleibt oder man geht. Ne? Ruckzuck oder man bleibt lange. Ne? Wie lange fährst du jetzt? 6 Jahre. Aber er macht es nebenberuflich, er studiert. Ne? Babyfläschchen nachts um 3:30, kurz vor Würzburg, kein Problem. Ich müsste gehen. Ist, glaube ich, auch nicht zu heiß. Gucken Sie mal, sonst machen wir es nochmal wärmer. Ist gut? Bitte, nehmen Sie die dann auch mit? Ja. Bitte, gern geschehen. Und die erotischen Angebote alleinreisender Damen? Ich sage immer schön guten Nacht und wenn es ein Küsschen sein muss, mache ich das auch noch. Sonntagmorgen um 5:30. Wir haben frische Brötchen in Frankfurt gebunkert. Die Nacht ist vorbei, die Weckarie beginnt. Auch nach 36 Stunden auf den Beinen geht Karl-Heinz nichts daneben. So, bitte. Mit 5 Mark sind Sie dabei. Wer sich waschen will, steht vor einer komplizierten Herausforderung. Man weiß nicht, wie soll man den Hahn aufdrehen und wie Wasser kommt. Entweder die Dusche, die man nicht möchte. Ja. Und wenn man das Wasser dann endlich hat, dann fließt das so weit, dass es übers Waschbecken drüber läuft. Immerhin geht morgens problemlos die Sonne auf. Ja. Um 6.30 Uhr verlässt uns die alte Dame in Mainz. Ihre Großzügigkeit hat sich gelohnt. Das gesamte Gepäck steht auf dem Bahnsteig. Um 7:30 überfahren wir die Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen am Siebengebirge. So, wenn nachher Feierabend ist, okay, damit geht es noch abgerechnet. Wenn Sie hier aussteigen, dann haben Sie das Geratter zwar auch immer noch unter den Füßen. Dann geht man meistens noch mal auf ein Bierchen unten trinken, unterhält sich mit Kollegen, wie war es da und wie es hier und so. Und dann, wann sieht man sich mal wieder oder so. Ne? Letztes Mal war es nicht so schön, da haben wir einen Kollegen beerdigen müssen. Ne? So, aber der war auch 30 Jahre bei der Firma und ist sehr früh gestorben, mit 54 Jahren. Bei mir hier im Plan, da steht 8:24 kommen wir an. Ja, in Düsseldorf, ne? Ja. So, wir haben aber 10 Minuten Verspätung. Musst du sagen, so 5 nach halb, ne? Danke. Jetzt kommt erst Köln und dann kommt Düsseldorf, ne? Ja. Gut, bitte.
Wenig Schlaf und zu viel Alkohol rafften so manchen Nachtschaffner frühzeitig dahin. Aber von der Bahn wegzukommen ist nicht einfach. Es ist das Freiheitsgefühl, das die Kreuzfahrer auf der Schiene hält. Karl-Heinz ist Borussia Dortmund-Fan und an seinem Verein oft ganz nah dran. Ach ja, 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 unser Präsident fährt hier mit. Oder auch schon mal der Vorstand mit Meier und so alles. Ja, die fahren dann immer nach Brick schon mal hin. Und wenn ich dann überhaupt keine Karte mehr kriege, dann ist das immer so mein letztes Handtuch, was ich dann da sage. Dann rufe ich da an, seine Sekretärin, dann kriege ich immer schon mal ein Kärtchen an. Also das ist doch ein schönes Gefühl, wenn man immer hat, wenn man so Leute hat, wo man darauf zurückgreifen kann. Ne? Letzte Amtshand. Das, liebe Zuschauer, war unser Film über das ratternde Schlafzimmer. Das war's von dieser Stelle aus. Machen Sie es gut. Bis denn und tschüss.